Ja, hallo zum Roadtrip-Interview. Heute vom Timmendorfer Strand live mit Steffi Stephan. Ich stehe hier vorm Hotel. Guten Morgen, Steffi. Guten Morgen, Steffi. Hier ist der Frank. Ich stehe vor der Tür. Ne, ich stehe genau hier in dem Hotel drinne, vorm Hotel. Da wo die. Gut, bis gleich, danke. Bis gleich. Da kommt der Steffi. Wunderbar. Vorne? Hinten. Ja, vorne. Ich grüße vorne. Dich. Hi. Einen schönen guten Morgen. So. Es läuft schon alles. Mein Gott, das ist ja ein Graumvoll bei uns, das Hotel. Ja? Bist du da? Ja, das ist leider ist das so. Das ist ein Riesenhotel mit 9 Etagen und 2 Aufzügen. Und da steht man ewig. Und da stehst du ewig und wartest dich bekloppt. Und dann hat man noch hier diese schöne Baustelle. Also ich bin hier gerade durch die Baustelle gefahren, sonst wäre ich gar nicht reingekommen. Ihr seid. Ach so, ja, das ist auch. Ich bin da hinten, also okay, meine Frau hat mein Auto wieder mitgenommen. Was ist denn hier Skoda? Was haben die, was machen die für euch? Weil da Lindenberg dran steht hier, Udo Lindenberg live 2019. Keine Ahnung. Werbung, irgendwas. Irgendwas. Gibt ja irgendwelche Leute. Habt ihr gestern noch lange gesessen? Ich habe noch da in der Bar ein bisschen, also aber auch nicht mehr besonders lange. Nee, ich musste mir noch so ein Stück drauf schaffen. Das hatten wir vorher nicht im Plan und es ist gestern erst eingefallen. Wie heißt nochmal? Einer muss den Job ja machen. Ja. Jetzt mindestens vorbereiten, dass man weiß, also, was man da spielt. Mhm. Und jetzt spielen wir das nachher irgendwann mal an und dann entscheiden wir, ob wir das vielleicht auch noch mit aufnehmen. Aber auf dem Rockliner habt ihr eine kleinere Besetzung, oder? Nee. Wieso? Ich habe jetzt Videos gesehen. Das Einzige, die Besetzung ist nicht, die musikalische nicht. Wir machen ja im Moment ja hier nur musikalische Proben. Ja. Da bereiten die zwar die Showproben und so weiter, den ganzen Kram mit vor. Mhm. Aber die sind jetzt erstmal ganz normale musikalische Proben. Dann spielen wir ja zweimal hier. Ja. Und wir spielen dreimal auf dem Rockliner. Also das wäre dreimal auch das musikalische Programm, weil das kannst du ja im Rockliner kannst ja gar nicht alles aufbauen, hier in diesem Saal ja auch nicht. Hm. Sodass wir mindestens also musikalisch alles richtig fett sind, das ist ja das Wichtigste. Sitzen haben und eigentlich auch sofort die Publikumsreaktionen checken können, welche Nummern funktionieren mit dem Publikum, wo und wie. Ich habe jetzt Rockliner 4 oder 5 gesehen, da standet ihr ja fast alle in einer Reihe. Ne? Oder war das irgendwie so ein Playback-Ding, weil die Instrumente waren da auch nicht angesteckt, habe ich gesehen. Das kann sein bei der Eröffnung oder was? Oh ja, das war ja, wenn das draußen ist, dann diesmal haben die allerdings die komplette zweite Backline. Aha, okay. Ich weiß, dass die komplette Backline muss ich extra nochmal bestellen. Ach so, das ist Eröffnung. Das ist aber, glaube ich, diesmal, weil Udos Geburtstag ist ja auf dem Rockliner. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass wir da dann jetzt nicht einfach nur zum Playback spielen, sondern richtig draußen da irgendwas machen. Weil sonst brauchen die Backline ja nicht. Wie lange probt ihr da immer so, Steffi? Also heute? Zeitablauf habe ich gerade noch mal Fockenreiter vorgelesen. Wir fangen um 11 Uhr an. In diesem Fall, die Bläser sind heute das erste Mal dabei. Ja. Die Bläser machen Soundcheck von 11 bis um 12. Und Carola, also Carola ist heute gestern auch gekommen. Ja. Dann fangen wir um 12 Uhr an zu proben bis um 3. Und um 3 Uhr kommt dann, machen wir kurze Pause und um 3:30 kommt Udo dazu und dann proben wir ja so mindestens bis 7, 8. Das ist ordentlich, ne? Ja, proben ist schon lange, ne? Mhm. Aber wir haben im Endeffekt 12 Tage. Mhm. Also 12 Tage im Prinzip mehr oder weniger musikalische Proben. Da wird zwar auch schon hier so besprochen, was da für Show-Effekte sind, wer kommt, wie, was, wo. Ne? Müssen wir ein bisschen musikalischer abstimmen. So, wir sind jetzt dritten Tag. Heute ist ja erst der dritte Tag. Und schon geil. Fängt schon an zu grooven. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Hast du deinen guten Groove, deine Groove-Bewegung auch im Proberaum eigentlich? Ja, ich meine, ich denke mir da nichts bei. Das ist ja nicht irgendwie. Das hast du ja schon seit 73, habe ich das gesehen. Das meine ich. Ich ja? Das ist einfach Wippen, meine Körperbewegung ist das. Absolut genial. Wir haben noch mit Jean-Jacques darüber heute Morgen mit meinem Sohn, war Jean-Jacques und Pascal. Ja.
da erlebt man ja manchmal, ich habe mit meinem Sohn manchmal auch mal Ärger. Weil wir auch zusammenarbeiten. Und Pascal und Jean-Jacques arbeiten ja auch zusammen. Und deswegen, mein Sohn fragt dann manchmal, Jean-Jacques, sag mal, wie verhält sich das so, das Vater-Sohn-Verhältnis denn bei euch? Oder so. Da haben wir gestern nochmal so drüber gesprochen, wie das eigentlich ist, weil Pascal ist ein unheimlich musikalischer Typ. Ja. Der einfach alles kann, der alles praktisch so was wie, hat er sehr schönes Bild an Jean-Jacques gehabt, der das eigentlich alles so abfotografiert und sofort eigentlich gern drauf hat. Das Einzige, was nicht da ist, ist eben halt diese wirkliche Persönlichkeit, die wiederum Jean-Jacques hat. Aber Jean-Jacques spielt so, dass ich sofort höre, aha, das ist Jean-Jacques. Aber würdest du sagen, er hat musikalisch seinen Vater schon überholt, oder? Nein, das kann man sowieso nicht sagen, weil aber er hat, ich glaube, das Allerwichtigste ist, also erstmal, dass man gut ist sowieso. Ja. Und das ist er einfach richtig gut. Und das Nächste ist eben halt, wo wir gerade, deswegen kommen wir da gerade zu sprechen, dass er so wie dein Vater, also wie in diesem Fall wie ich, und so hat der Marvin erklärt, der spielt so Bass wie kein anderer. Das heißt, es gibt bestimmte Sachen, die kann ich gar nicht spielen. Aber es gibt bestimmte Sachen, die kann keiner so spielen wie ich. Das heißt also, diese Persönlichkeit entwickeln, das ist eigentlich also wie mit dem Körpergroove, da denkt man sich gar nichts bei. So, das hat man einfach oder man hat das nicht. Ich glaube nicht, dass man das lernen kann. Naja, denke ich auch nicht. Vor allem alles andere kann man wirklich lernen, also wirklich richtig gut musizieren und so weiter. Das kann man lernen, aber Herbolzheimer, hast du mal was von Herbolzheimer gehört? Peter Herbolzheimer ist ein großer Bandleader gewesen, der leider schon tot ist, der mit uns ein paar Mal auf Tournee war mit seiner Big Band. Also der hat eine große Bläser-Section gehabt. Da waren wir irgendwie mit 15 Bläser unterwegs. Und mit dem habe ich mich sehr, sehr gut angefreundet und wir sind richtig Freunde geworden. Und der hat mir ein paar unheimlich schöne, wichtige musikalische Dinge erklärt. Zum Beispiel eine, der für mich eines der wichtigsten. Weißt du, Steffi, da ist eine Note und da ist eine Note. Kann doch jeder spielen. Der eine spielt die ein bisschen kräftiger, der andere spielt die ein bisschen weniger kräftig. Der eine spielt die ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später oder wie auch immer. Das ist alles gar nicht wichtig. Zwischen den Noten, da ist der Musiker. Wahnsinn. Das ist ja ein unheimlich schönes Bild, ne? Und damit hat er eigentlich alles das beschrieben, was ich meine. Da, wo es anfängt, nicht, dass es richtig oder falsch ist, sondern da, wo es einen Charakter kriegt. Das war auch eine Frage von mir. Ihr seid ja, gestern habe ich euch ja angetroffen, gestern Abend, ihr seid ja schon eine riesengroße Familie, ne? Da kommt ja jeder mit mittlerweile, oder? Das wird immer, wir nennen das ja Panikfamilie, wir nennen das ja auch Tourlaub, ne? Tourlaub? Tourlaub, so haben wir den Begriff einfach mal geprägt. Weil es ist schon so, wir machen es einmal unheimlich lange. Das heißt, da ist eine Form von Routine dabei, die aber nicht in so einer Form von Langeweile ist, sondern in so einer Form von Wettbewerb. Ich glaube, das ist so, weißt du, wenn du so wie ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt Rudi Ratlos jetzt nicht unbedingt, aber Andrea Doria oder wie auch immer, wie oft man das gespielt hat. Ja. Und da kann man ja ganz schnell da reinrutschen, auch man hat das drauf und alles irgendwie easy. Aber bei uns gibt es so ein, das ist innerhalb der ganzen Band, dieser Spirit ist so, warum sollen wir das nicht jetzt in dem Augenblick, wo wir spielen, so gut spielen, wie wir es noch nie gespielt haben? Ja. Also, dabei hat eigentlich Musik nichts mit Sport zu tun, aber diese Einstellung ist schon so, nicht ich laufe das mal eben weg, sondern ich laufe eben halt so schnell, wie ich eben kann. Also, und dadurch wird das nie langweilig. Und die sind die Abfolgen und so, die sind auch immer anders, ne? Ja, das ist ja so, das ist ja nicht alles total hundertprozentig festgelegt. Klar, ich meine Andrea Doria oder Sonderzug Panko, das Stück steht natürlich fest. Aber du kannst immer wieder ein bisschen variieren, ne? Weil es ist nicht alles so Note für Note festgelegt. Vor allem mit euren Gastmusikern kannst du ja super gut variieren. Ne? Wenn dann ja, das meine ich. Also Stefan Raab am Schlagzeug sitzt, der spielt das ja anders. Der spielt das anders als Bertrand, leider. Ja. Und dann musst du ja dir einen anderen Groove ausdenken, ne? Der dazu passt. Ja, nein, da muss man sich ja irgendwie dran gewöhnen. Also, ja. Das ist auch das Schöne. Dass wenn man so lange wie wir, guck mal, Udo und ich, wir machen jetzt wir 55 oder über 55 Jahre gemeinsam Musik. Das muss man sich überhaupt mal vorstellen, das ist ja sowieso gar bekloppt. Mit Berthe spiele ich 45 Jahre, glaube ich, jetzt zusammen. Ich bin noch nicht mal so alt, Steffi. Ja. Das war, ich meine, viele Leute sind gar nicht so alt, das ist alles so irre.
Und wenn man dann merkt, wie die Chemie dann stimmt, dass es nie, die ganze Zeit, 45 Jahre, nicht langweilig geworden ist. Oder man sich jedes Mal immer wieder, und das ist ja zum Glück, wir spielen ja auch nicht so viel, aber jetzt haben wir 2 Jahre nicht gespielt. Ja. Und man kommt dann zusammen und hat den Eindruck noch vom letzten Mal und merkt dann doch, das ist doch ganz gut, wenn wir jetzt mal wieder ein paar Mal ein bisschen zusammenspielen. Und man merkt auf einmal, wie das dann doch nochmal wieder enger zusammenwächst. Und das ist, glaube ich, schon so eng, dass viele Leute sagen, Momentchen, also wie ihr das zusammen macht, das ist... Und da sage ich einfach, naja, Momentchen, müsst ihr auch 45 Jahre mal zusammen spielen. Ja, ihr versteht euch blind. Auch. Ne? Dieses ja, sowas, dieses eigentlich blind verstehen und doch immer wieder was Neues probieren und vor allen Dingen das Gefühl zu haben, du wirst gehört. Das heißt, ich gebärte das Gefühl, dass ich ihn höre, ihm zuhöre und er gibt mir das Gefühl, dass er mir zuhört. Habt ihr trotzdem so... Sodass wir ständig kommunizieren praktisch beim Musikmachen. Aber so kleine versteckte Zeichen auf der Bühne habt ihr nicht, oder? Nee. Sowas nicht, ne? Also ihr wisst schon ganz genau... Wir gucken uns an und lachen und freuen uns. Und dann wär's, wenn wir gerade was ausprobieren, zum Beispiel wenn ich was Neues spiele. Also was ich vorher noch nicht gespielt habe. Also irgendwie einen Lick ein bisschen anders drehe. Das klappt dann. Also es ist dann, das linkt ineinander. Da gucken wir uns an, weil wir wissen ja, wenn man hört, das meine ich, dann du kriegst das Gefühl auf einmal, der hat mir wirklich zugehört und freut sich mit mir, dass das also so geklappt hat. Oder so, wenn Berthe irgendwas am Schlagzeug, was anderes probiert und ich gucke. Und genauso gut, wenn mal irgendwas nicht so funktioniert, was ja auch mal probiert, ne? Wo man auch sofort mal meint, weißt du? Aber und da wächst dann nicht sofort ein riesiger Vorwurf von oder so. Aber schon, wir nehmen das alles schon doch... Aber gab's mit dem ganzen Spaß schon doch sehr ernst. In diesen ganzen Jahren gab es da irgendwann mal auch so den Punkt, wo man, wir verstehen uns nie oder irgendwie? Nee. Wie so eine Ehe? Also, dass es da nee, das hat so nicht. Das ist das Verrückte. Klar, ich meine, ich bin mal ganz ausgestiegen. Das heißt, also die ganze Band hat es ja praktisch mal eine Zeit lang nicht gegeben, wo die Kinder waren. Ja, wart ihr in der Zeit? Ja, Berthe spielt ja immer noch bei Peter Maffay, ne? Und Pascal auch. Und Karl Kalten spielt ja nicht mehr jetzt bei uns, sondern spielt jetzt auch noch bei Maffay. Ich weiß nicht, ob er jetzt immer noch spielt. Heinz Rudolf Kunze ist ja auch mit euren Leuten mit, habe ich gesehen. Ja, wir haben ja überall irgendwann. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal überall mal gespielt. Mit jedem. Mit Grönemeyer habe ich noch nie gespielt. Nee? Nee, mit Grönemeyer noch nicht. Aber mit allen anderen habe ich eigentlich, glaube ich. Aber ihr seid ja, man kann das ja schon so sagen, dass ihr die Elite seid, oder? So vergleiche ich das. Ja, das ist weiß schon ja so. Aber dieses Wort Elite. Naja, aber ihr seid schon, sage ich mal, so die Profis, die mit den großen Leuten spielen. Ja, man weiß gar nicht, ich kenne so viel, weil ich habe eben halt mir über meinen Laden, du bist Joffel. Ja. Lerne ich so unsagbar viele Musiker kennen. Und die werden ja auch so weiterempfohlen. Ne? Und da gibt es Leute, die sind wirklich richtig gut und die haben es dann aber doch irgendwie, kriegen's irgendwie nicht gebacken, weil sie irgendwie dann nicht die richtigen Kontakte haben oder so. Sondern dass, ich meine, das ist ja schon eine Clique. Ich meine, natürlich ist das völlig ungewöhnlich, wenn man auf einmal mit Udo spielt und gleichzeitig auch mit Maffay. Mhm. Das sind zwei der größten Acts in Deutschland, die da rumlaufen. Ja. Und wenn man bei beiden spielt, das ist schon, das gibt's eigentlich nicht. Das ist schon sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Oder die ganzen Platten, mit denen man mit den Leuten, ich habe Platten gemacht mit was weiß ich. Kannst du das eigentlich noch zählen, wie viele Platten du gemacht hast? Nee, weiß ich nicht mehr. Also ich habe eine Platte von dir gefunden bei YouTube. Es muss einer ganz neu reingesetzt haben, da hast du mal ein Schlagerlied gemacht. Kannst du dich daran erinnern? Das kann sein. Ich lese dir mal vor, wie der Titel hieß, und zwar Ich bin doch keine Comicfigur. Ach so, ja, genau. Ich bin doch keine Comicfigur, kein Mutanten-Ungetüm. Ja. Schneid mir nicht wieder so eine Kosmos-Frisur und lass mich raus aus meinem Superkostüm. War das die einzigste Schlagerplatte, oder? Ich habe zwei Singles habe ich gemacht. Ja. Ich kann mit großem Stolz behaupten, ich war auf dem gleichen Label wie Elvis Presley. Bei RCA. Das eine war Baumtraum, so ein Spannerlied von einem, der da auf seinem Baum sitzt und nachts in das Mädchenheim reinguckt. Und das andere war Ich bin doch keine Comicfigur. Das war die zweite Single, weil hier war ein Vertrag über zwei Singles. Wann waren das? Das war irgendwie 70, ne? Ich weiß nicht, ja, irgendwie, was weiß ich. Ich weiß nicht, wie alt war ich da? 28, 30 oder so.
Steffi, ich habe ganz viele Fragen bekommen übers Internet, weil ich habe ja vorher das angekündigt, dass du hier bei uns sitzt. Ach so, ja, einfach Fragen, einfach erstmal. Genau. Und die meiste Frage, die ich bekommen habe, das war 1983. Der stille Protest Steffi Stephans im Palast der Republik. Ach, wegen der Raucherei? Nee, ja. Ja. Nur, ich meine, das ist natürlich ein Thema. Rauchen oder Drogen überhaupt allgemein ist ein Thema. Das erstmal sollte man das nicht verheimlichen oder auch nicht verglorifizieren oder so. Sondern ich habe das wirkliche große Glück, das hat ein Psychologe mal festgestellt, weil ich bin so ein chronischer Zu-Schnell-Fahrer und musste dann mal Punkte abarbeiten, deswegen musste ich mal zum Psychologen. Dann kann man da so Punkte runterkriegen. Und der hat dann was festgestellt, das ist mein großes Glück, ich habe so überhaupt gar kein Suchtpotenzial. Das ist aber eine reine Glückssache, glaube ich. Weil mein Freund Udo, jeder weiß es, hat Alkoholprobleme. Und ich weiß, dass ich viel mehr von allem Kram auch immer genommen habe, als Udo jemals nehmen wird. Das hätte ich dich auch. Ich habe aber nur keine Probleme. Das hätte ich dich nämlich auch gefragt, ob du da aktiv mitgemacht hast. Damals. Laufen ja natürlich. Wir haben ja alle. Das war schon. Ja, das gehörte irgendwie so dazu. Aber man ist da irgendwie reingerutscht. Und ich habe das Glück, große Glück gehabt, dass da nichts hängen geblieben ist. Oder dass ich überhaupt gar keine Probleme habe. Zum Beispiel jetzt gerade war, ich bin gläubig, kann ich behaupten. Ich bin zwar jetzt nicht in einer klerikalen Clique, aber ich bin in meinem, grundsätzlich in meinen Tiefen meiner Seele bin ich gläubig und habe mich in Familientraditionen schon immer an Fastenzeiten gehalten. Das heißt, ich habe schon Mittwoch aufgehört mit Alkohol, mit allen Drogen und Süßigkeiten. Rauchen auch oder rauchst du nicht? Auch rauchen, ja. Mit allen. Ich bewundere die Leute, die das können. Ja, ich kenne sowas. Und rauchen würde ich, zum Beispiel meine Mutter hatte früher auch geraucht, früher wusste man nicht, dass man rauchen, dass Rauchen schädlich war. Aber bei uns in der Familie war es schon so, dass meine Mutter immer Aschermittwoch aufgehört hat zu rauchen und Ostern sich die erste Zigarette wieder angesteckt hat. Das würde man heute nie mehr machen, wenn man 6 Wochen nicht geraucht hat, wäre man bekloppt, wenn man wieder anfangen ja, würde. Ja, auf jeden Fall, ja. Weißt du, aber damals wusste man nicht, dass Rauchen schädlich war. Da war das einfach nur ein Verzicht auf den Genuss. Und das ist so eine Geschichte, das muss man einfach irgendwie hinkriegen, diese Form von Verzicht. Und die Raucherei, ich finde, das ist zum Beispiel Raucherei, Haschischrauchen oder Pottrauchen oder Grasrauchen, wie auch immer, wird einfach für mich unsagbar verteufelt, weil das hat damit zu tun, ich habe viel mehr Freunde, die Alkoholprobleme haben, als Leute, die irgendwelche Rauchprobleme haben oder jemals hatten. Sowohl an der Art, wie man sich charakterlich verändert. Ich kenne Leute, die trinken ein Glas Alkohol und die verändern die Persönlichkeit total. Ja. Ich habe noch nie einen gesehen, der stoned war, der dann auf einmal eine andere Persönlichkeit kriegte. Wie war das im Palast? Also hast du dir da schon irgendwie Gedanken gemacht oder war das dir wirklich dann egal? Nein, das war für mich so eine stille Form von Protest. Ich hatte ja immer was zu rauchen dabei, damals. Dann habe ich das irgendwie gesehen, auf einmal, wie die ganze Szenerie sich da entwickelte. Und dann habe ich gesagt, weißt du, jetzt, ich rauche mir als erstes. War auch so eine, alles so, dann, so, sich das künstlich spannender machen noch. Weißt du? Irgendwie so, wie kriege ich da noch ein bisschen mehr Spannung rein in diese Situation? Hast du das Fenster aufgemacht oder hast du es zugelassen, das Fenster? Na, das Fenster muss natürlich auf sein, muss ja nicht sofort jeder reinkommen. Muss ja auch nicht sofort jeder mitkriegen. Udo wurde ja in der DDR gelistet als mittelmäßiger Schlagersänger. Wusstet ihr das zu der Zeit? Ich hatte gar keine Ahnung, sondern ich weiß nur eins, als Udo mir damals, also Udo war, wollte unbedingt in der DDR auftreten, in der damaligen DDR. Und wir überhaupt, weil wir haben halt deutsche Texte gemacht, wir wollten verstanden werden. Wir haben in Österreich gespielt, wir haben in der Schweiz gespielt und in Deutschland gespielt. Und dann haben wir zwar irgendwann auch mal eine englische Platte gemacht, dann haben wir auch in England Old Grey Whistle Test gemacht, dann haben wir irgendwann in Dänemark und so. Aber das war ja, man konnte die Texte ja nicht verstehen, auch die Texte von Udo zu übersetzen ins Englische. Auch das ist eine ganz spezielle Geschichte, weil Udo hat ja eine ganz besondere Art von Humor und eine ganz besondere Art von Bildern, das darzustellen mit den Texten, sodass es nicht ganz so einfach ist. Und da wusste man, hagenau, man in Deutschland, da wird man wenigstens verstanden. Also lag eigentlich Ostdeutschland zwangsläufig an. Und nur dann gibt es eben halt diese blöde Scheißmauer oder die blöden zwei Systeme.
Und da hat Udo eigentlich immer schon sich für eingesetzt, dass das scheiße ist, diese zwei Systeme. Mhm. Und gegen die Mauer. Und als er dann irgendwann eine Absage kriegte, weil das irgendwie ging, da irgendwie berührt, bewegte sich irgendwie überhaupt nicht weiter. Dann dieses Lied, das war ja sehr humorvoll, Sonderzug nach Pankow. Ja. Da habe ich gesagt, okay, wenn wir diese Nummer machen, dann wird das mit der DDR-Geschichte nichts mehr. Da habe ich fest dran geglaubt. Und dass wir dann irgendwann dann eingeladen wurden, das war ja auch, das haben wir nicht vergessen, eine rein politische Geschichte, nämlich für den Frieden, ein Friedensfestival in der DDR zu machen mit Harry Belafonte. Das war ein großer amerikanischer Superstar und der macht was für den Frieden. Und dass Udo allerdings dann gesagt hat, und das finde ich ja genau richtig, weil auf einmal war das eine ausgesuchte Clique, nämlich Blauhemden, ja, saßen dann da. Und der Rest stand draußen. Und der Rest stand dann draußen und das haben wir alles erstmal so gar nicht mitgekriegt. Oder erst viel später, da hat man sich auch vorher keine Gedanken darüber gemacht, sondern wir haben gesagt, prima, wir machen das da, Friedensfestival. Aber dass Udo dann gesagt hat, Momentchen, nicht nur Pershing, sondern auch SS-20, alles weg. Das war den dann, Raketenschrott. Dann wurdet ihr nicht und das war nämlich ja eine von den Geschichten, das war, hätte man nicht machen sollen. Kurz danach war das mit BAP, die noch konsequenter die Tournee schon zugesagt hatten und haben dann da konsequent abgesagt. Mhm. Aber wir haben mit Peter Maffay eine DDR-Tournee gemacht. Weil er andere Lieder hat. Weil der eben halt andere Lieder hat. Ja. Ne? Mhm. Nicht so politisch. Ne? Nein. Peter war ist also von seiner ganzen Art und Weise da eben halt pflegeleichter gewesen. Ne? Und dann konnte man das mit Peter machen. Das war ein bisschen komisch, weil ich weiß, dass ich da, wir sind da praktisch fast so, kam mir fast vor wie bei den Beatles. Weil da wurden die Hotels belagert und wie auch immer und die haben da Autogramme gegeben und irgendwann kam dann irgendeiner, hatte so ein Autogramm von Peter und sagt, du bist doch Steffi vom Panikorchester. Ich sag, ja. Dann haben wir so, dass Peter Maffay Dings so zerriss das Autogramm von Peter, ich möchte gern von dir ein Autogramm. Und das fand ich einfach unheimlich blöd. Ich habe gesagt, sag mal, warum zerreißt das? Dann kannst du doch mindestens, selbst wenn du da nicht so sehr drauf stehst oder von mir eins haben, dann verschenkt das doch mindestens weiter. Ach so, ja. Der war halt dann halt mehr Panik-Fan als Maffay-Fan. Das war auch eine Frage von mir, das verrückteste Erlebnis, was du mal, vielleicht war das eins davon, was du erlebt hast? Oder gibt es noch ja, da gibt es jede Menge. Gibt auch jede Menge, die man da nicht zählen sollte. Also die, eins, was man erzählen könnte? Das war zum Beispiel eins. Okay. Ne? Das war schon eine ziemlich verrückte Geschichte. Oder eine ganz verrückte Geschichte auch. Ich bin ja doch schon jetzt ziemlich lange dabei. Mhm. Gestern Abend an der Bar, bevor ich dann ins Bett ging und Hannes saß dann noch mit so einer Clique von, ich glaube, Fans oder jedenfalls Hotelgästen oder wie auch immer, saß dann da und ich sage Hannes, weil Hannes auch ganz gerne mal das Ende nicht findet, ja, wo man dann sagt, pass mal auf, Hannes, ich gehe jetzt ins Bett, sieh mal irgendwie zu und dann die Leute am Tisch, oh ja, da ist der Bertram Engel. Was, zu dir? Ja, zu mir. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, hier, der Engel grüßt euch. Tschüss, guten Tag. Und das ist natürlich dann irgendwo, irgendwie ist das witzig und gleichzeitig ist es auch bescheuert. Aber Udo hat noch keine Situation. Oder wie, wer war das denn immer? Nee, das noch nicht. Nee, aber wie war das nochmal? Das war hier Zeltinger. Kennst du Zeltinger? Wahrscheinlich nicht. Ne? Mhm. So ein Kölner, so ein großer, dicker, fetter Kölner Sänger, der auch Kölner Mundart mal so nachgemacht hat, so ein bisschen. Der dann irgendwie sagte, ja, da ist er doch, Steffi Engels. Weißt du, also so, das irgendwie schon, also da kommen manchmal sehr, sehr, sehr witzige Sachen so zusammen. Du hast ja noch deinen Musikclub, ne, in Münster? Das Jofel, ja, ja. Natürlich, ja. Und macht mein Sohn ja jetzt. Dein Sohn macht das mit, ja, genau, das wollte ich dich fragen. Und ja, der ist übrigens da, ne? Der ist gestern mit meiner Mutter gekommen. Jetzt, wenn dein Sohn hier ist. Ihr habt Mitarbeiter dort. Ja, wir haben ja klar, das ist ein Riesenladen. Wir haben irgendwie so, ich schätze mal so, ich glaube, 10 Festangestellte und so 100 Aushilfen. Und lokale Größe, also ihr habt wirklich auch Größen bei euch, ne? So, Mark Voss habe ich gelesen und so. Bei uns im Jofel hat gespielt, da bin ich ganz stolz. Ich bin ja auch der einzige Club in Deutschland, der so eine Handabdrücksammlung hat. Ich bin zum Beispiel der einzige Mensch auf der Welt, der Handabdrücke von Miles Davis hat. Mhm. Und bei uns im Jofel hat gespielt von Miles Davis bis Motorhead. Da weißt du ungefähr, was für eine Bandbreite das hat. Ne? Und die haben alle Handabdrücke gemacht? Alle. Ne, ich bin angefangen, der erste war, ja, muss man die Idee überhaupt haben, da gab es den Laden schon.
Ich war in Amerika und habe mir das angehört und auf einmal gesagt, Momentchen, könnte ich doch eigentlich einen Club von Musikern machen. Nicht sowieso eigentlich von den, nur von den Schauspielern. Und die kommen dann im Jofen vorbei. Den ersten, den ich gefragt habe, war Chick Corea. Ich weiß gar nicht, ob die dir das sagt, wahrscheinlich nicht. Ne? Ist so ein Oberpianist, so ein total begabter, begnadeter Typ. Das war der erste, den ich gefragt habe. Das war also praktisch die Premiere. Und der fand das total witzig. Der hat sich sofort fotografieren lassen von seinen Rodis, wie er seine Handabdrücke da machte. Und das hat mir dann Mut gemacht, dass das Spaß machte und dass ich dann irgendwann auch die Handabdrücke mal von Miles Davis kriegte. Dann brauchte ich anschließend nicht mehr zu fragen. Ich habe zwei Absagen gekriegt. Eine, wo ich mich leider drüber geredet habe. Das eine war John Cale. Mhm. Das war aber meine Schuld, weil ich habe da einen Freund von ihm aus der Garderobe geschickt, weil ich wusste aber nicht, dass es sein Freund war. Und da hat er gesagt, nee, Steffi, nicht mehr. Und das Management von hat dann, wie heißt er mal, B.B. King. Die hätte ich natürlich gerne gehabt. Ne? Das wäre. B.B. King hat im Jofel gespielt und hat dann anschließend sogar noch sich auf die Bühne gesetzt, hat Autogramme geschrieben. Und deswegen weiß ich, dass er das gemacht hätte, aber das Management hat das irgendwie gesagt, nee, wollte nicht. Und die hängst du dort alle auf? Also die sind da auf den aufgehängt. Ja, viele habe ich auch, da habe ich keinen Platz mehr, auch vor allem die neuen, jetzt Mark Foster oder wer ist denn? Ich habe auch hier von Puff Daddy und von, wie heißt der nochmal, Cent, One Cent oder so. 50 Cent. Oder so. 50 Cent, genau. Ja. Mhm. Also auch so von so neuen Rap-Größen. Die habe ich alle, also hier, erstmal, Joe Bonamassa habe ich ein wunderschönes Video, wie er die Handabdrücke macht. Das ist ja schon fast so, kannst du sagen, wie auch so ein bisschen Museum mit, ne? Das ist ein Museum, das ist wirklich, das nennt sich Wall of Fame. Und das ist mittlerweile ja schon noch eine richtig große Sammlung. Weil immer wieder, wenn wir irgendwie ein ausverkauftes Konzert sind, ob das Simple Minds sind oder eigentlich ganz egal, Manfred Mann oder so, die frage ich dann. Und das Schöne ist, wenn du denen irgendwann erklärst, dass Miles Davis da mit bei ist. Denn Miles Davis ist wie so der Gott, Gottvater. Also will eigentlich jeder sogar Teil dieser Sammlung sein, weil Miles Davis da ja auch bei ist. Deswegen ist es also für Miles Davis praktisch wie so eine Segnung.